ja, wir erzählen so ein bisschen mal, wie das entstanden ist, die Idee für diesen Sonntagsmarkt am Blauen Platz in Bad Sohnsheim-Münster. Wir sind hier für einen Verein für Tourismus und Wirtschaftsförderung, VTW. Und ja, die Idee war, wie können wir einen Beitrag weiterhin dazu leisten, dass die Stadt belebt wird, dass Leute hinkommen, dass was los ist, dass was geboten wird, sowohl für Einwohner als auch für Kurgäste, die hier bei uns sind und andere Urlaubsreisende. Ja, und dann kam die Idee, eine Art ja, Marktgeschehen zu erschaffen. Wir sind auf die Suche gegangen nach verschiedenen Beschickern, haben in der Regel um die 14, 15 Stände jetzt hier an unserem Sonntagsmarkt, der immer am ersten Sonntag im Monat stattfindet. Künftig geplant zwischen März und November. Wir haben ein Angebot regional, alles auf qualitativ hochwertigem Niveau. Und die Betreiber sind sowie die Besucher alle sehr, sehr happy. Die Resonanz ist sehr positiv. Wir machen das jetzt heute zum vierten Mal und freuen uns auf die nächsten Termine weiterhin. Und jeder, der am Ort auch VTW-Mitglied ist, hat hier die Möglichkeit, am VTW-Stand, der auch immer auf dem Markt vertreten ist, für sich sein Gewerk, egal was das ist, welchen Handel oder Handwerk oder was auch immer betrieben wird, zu bewerben. Das heißt, da können Flyer ausgelegt werden, es können auf besondere Aktionen hingewiesen werden. Es werden auch Stellengesuche hier sogar bei uns plakatiert. Also wenn jemand sagt, ich brauche Personal, das kann er alles auch über den VTW ja, an diesem Sammelpunkt Sonntagsmarkt mit kommunizieren.